ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Hier ist Kati und ich habe heute mal wieder zwei Pop-and-Cookin-Sets. Die werde ich beide hier jetzt gleich auspacken, euch zeigen, was da so alles drin ist. Und bei Do-It-Yourself-Inspirationen werden Eva und ich diese Sets dann wieder ausprobieren. Hier also auspacken und bei Do-It-Yourself-Inspirationen seht ihr dann, wie wir das Ganze umsetzen. Als erstes schaue ich mal in dieses Set hier und hier außen sieht man schon, da sind ganz niedliche kleine Figürchen drauf. Ich sehe zum Beispiel einen Panda-Bären, einen Pinguin mit einem Fisch. Sehr süß. Pop and Cookin. Und hier, das sieht aus wie eine Farbpalette. Und hier ist die Anleitung. Wie immer kann ich die natürlich nicht lesen, sondern muss mich an diesen Bildern orientieren. Und ich glaube, da kann man Farben mischen. Deswegen ist wahrscheinlich hier vorne auch schon diese Farbpalette drauf. Ah, ich glaube, das ist ein Set, wo man aus weißer Knetmasse, die man essen kann, etwas formt und anschließend das Ganze anmalt. Also das finde ich ist wirklich ein spannendes Set. So eins hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich mache das mal auf und wir schauen mal, ob da wirklich jetzt so weiße Knetmasse dabei ist. Vielleicht so wie Mao am. So, ich sehe schon mal, hier sind verschiedene Formen dabei. Ach, wie niedlich. Fische und eine Seerobbe mit einem Ball. Und hier oben ein Sternchen. Das sind auf jeden Fall schon mal Formen, wo man etwas reindrücken kann. Wir haben hier eine Tüte mit etwas Gelbem. Ich glaube Pulver, Rot, das ist auch Pulver und Blau. Und aus Gelb, Rot und Blau, da kann man ja alle möglichen Farben mischen. Ah, und wir haben hier zweimal weiße Knetmasse, fühlt sich ein bisschen an wie Kaugummi. Und da kann man dann diese niedlichen Figuren rausformen, hier dann die Farben mischen. Und das Ganze anmalen. Ein Pinsel ist jetzt, glaube ich, nicht mit dabei. Nochmal schauen hier. Ah, okay, man soll sich hieraus so etwas ausschneiden, glaube ich. So wie das hier aussieht. Und daraus so eine Art Pinsel herstellen. Ja, genau, hier kann man es auch sehen. Das ist also unser Pinsel hier am Rand. Das ist wirklich ein tolles Set. Da freue ich mich schon, das auf Do-It-Yourself-Inspiration auszuprobieren. Und dann wollen wir mal schauen, was das für ein anderes Set ist. Das packe ich gleich mal wieder ein. Und wir schauen mal hier weiter. Oh, und da erkenne ich schon, so ein ähnliches haben Nina und ich vor ein paar Tagen getestet. Und da waren nur hier nicht so kleine, sieht ein bisschen aus wie so kleine Kristalle oder so, sondern da waren kleine Traubenzuckerstückchen drin. Ich denke mal, das ist aus der gleichen Serie, nur eben in einer anderen Farbe, wahrscheinlich mit einer anderen Geschmacksrichtung und mit einem anderen Topping. Und ich sehe auch schon, das funktioniert genauso. Man schüttet erst eine Tüte rein mit Wasser, dann eine andere Tüte und wenn man das Ganze vermischt, dann wird das so ein schöner Schaum. Und da kann man dann etwas reintauchen, also einen Löffel und das anschließend dann noch in diese kleinen Streuselchen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut da auf jeden Fall noch mal rein. Uns schmeckte das Ganze etwas künstlich, aber es macht trotzdem Spaß, dieses Set auszuprobieren. Und vielleicht ist diese Geschmacksrichtung ja besser. Das sehen wir dann auch in dem Video, wenn wir das Ganze testen. Aber ich schaue hier auch noch mal rein. Ja, genau. Genau wie beim letzten Mal sind hier zwei Tüten mit Pulver und Tüte in der Mitte, die grüne, das müsste die Tüte mit dem Topping sein. Also eine Tüte mit einer 2, mit einer 1, das ist jeweils Pulver. Und hier, ja genau, das fühlt man schon, das sind diese kleinen Streuselchen. Hier kann man das Ganze drin zusammenmischen und hier ist noch so ein niedlicher kleiner ja, was soll das eigentlich sein? Vielleicht ein Smiley und ein Löffel sind mit dabei. Ja, auch ein wirklich spannendes Set. Ich freue
freue mich schon, die Sets auszuprobieren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Pop-and-Cookin-Sets findet, ob ihr noch weitere davon sehen möchtet, ob ihr vielleicht selber auch schon mal eins ausprobiert habt. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Vielleicht auch, welches dieser beiden Sets ihr spannender findet. Darüber freuen wir uns, wenn ihr das alles in die Kommentare schreibt, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und sonst schaut auch unsere anderen Videos, die anderen Pop-and-Cookin-Videos oder unsere vielen anderen Spielzeug-Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!